Wer hat denn die Leute reingelassen? Das ist ja schrecklich. Wissen Sie, dass Sie ein Irrtum sind? Ich meine, dass Sie irrtümlich falsch sind hier. Ja, das Theater ist heute geschlossen. Ja, heute wird nicht gespielt. Heute Abend ist keine Vorstellung. Ja. Wie sind Sie denn überhaupt hier hereingekommen? Ja, Sie dürfen doch nicht unbeaufsichtigt hier herumsitzen. Da kann ja sonst was passieren. Publikum, wenn keine Vorstellung ist. Das habe ich ja noch nie erlebt. Und Sie sitzen da und warten. Auf was denn? Darf ich vielleicht einmal Ihre Eintrittskarte sehen? Bitte. Das stimmt. Ja. Danke. Und Sie? Haben Sie auch alle für heute Abend gekauft? Ja? Oh, ist das peinlich. Was mache ich jetzt mit Ihnen? Ich richte mich doch genau nach Dienstplan. Und hier steht 22.10.98 EGI, keine Vorstellung. So. Was fange ich jetzt mit Ihnen an? Ich kann es ja nicht hinausschmeißen. Ich meine, hinaus bitten. Das muss von oben kommen. Da würde ich meine Kompetenz überschreiten. Im Gegenteil. Ich muss Sie bitten, noch zu bleiben, wenigstens so lange, bis eine Entscheidung fällt von oben. Ja, Sie können also vorläufig sitzen bleiben oder sich frei bewegen. Aber bitte! Verhalten Sie sich relativ ruhig und betreten Sie nicht die Bühne. Wir betreten die Bühne auch nur auf eigene Gefahr. Sie müssen entschuldigen, wenn ich mich nicht weiter um Sie kümmern kann, aber ich muss hier meine Arbeit machen. Die macht mir ja keiner. Bieder, Josef, Requisiteur, Chef, Requisiteur. Wahrscheinlich wissen Sie gar nicht, was das ist, ein Requisiteur. Ich nehme Ihnen das nicht übel. Ein Requisiteur als
als solches ist der, der die Requisiten unter sich hat. Requisite, das Wort kommt vom Lateinischen, requirire. Requisito heißt erforderlich. Requirieren, in Beschlag nehmen. Requisition, Beschaffung auf gewaltsame Weise. Ja, so weit gehe ich natürlich nicht. Requisiten, verstehen Sie? Das sind Gegenstände, die die Darsteller in der Hand haben, mit denen sie spielen sollten. Kleinteile wie Fächer, Kämme, Bürsten, Spiegel, Schreibzeug oder Becher, aber auch Speisen und Getränke. Jetzt muss ich zum Beispiel Rotwein herstellen. Bisher, da machte ich ihn immer aus Himbeersaft und Wasser, wegen der schönen Farbe. Aber kürzlich, da ist mir der Iago im Otello bei seinem Trinklied vollkommen verschleimt. Naja, jetzt mache ich ihn halt aus Malventee. Auch für den Falstaff. Da macht er zwar ein blödes Gesicht, aber er singt flüssiger. Naja, die Farbe, immer das Wichtigste. Wie gesagt, Requisiten sind Kleinteile. Im Unterschied zu den Dekorationen. Die rühren wir nicht an. Für die Dekorationen, da sind die Bühnentechniker zuständig. Für die Möbel, die Möbler, für die Kostüme, die Garderobe, für die Waffen, die Rüstmeister und für die Lampen, die Beleuchter. Das ist bei uns alles genau abgegrenzt. Natürlich gibt es Grenzfälle, da heißt es aufpassen. Zum Beispiel der Maroni-Ofen im zweiten Akt der Bohème. Ja, der Ofen als solches gehört eindeutig zur Dekoration, schon wegen seiner Größe und seines Gewichts. Aber die Maroni, die drin sind, die kommen von uns. Jetzt geht es darum, wer den Ofen mit den Maroni drin nach dem zweiten Akt von der Bühne räumt. Für mich ist das eindeutig Sache der Bühnentechniker. Aber die sagen, da sind ja noch eure Maroni drin, die schleppen wir doch nicht mit. Spitzfindig, so ein Bühnentechniker. Der Klügere gibt nach. Wir nehmen die Maroni jetzt vorher raus. Oh, noch komplizierter, da ist es bei den Lampen. Das muss ich Ihnen kurz demonstrieren. Hier gelten folgende Regeln. Wenn eine Lampe feststeht und nicht leuchtet, gehört sie eindeutig zur Dekoration. Wenn sie aber feststeht und leuchtet, dann ist es ein Grenzfall zwischen der Beleuchtung und der Bühnentechnik. Wenn eine Lampe nicht leuchtet und herumgetragen wird, dann sind wir von der Requisite zuständig. Wenn sie aber leuchtet und herumgetragen wird, dann ist es wieder ein Grenzfall
zwischen der Beleuchtung und der Requisite. Jetzt gibt es aber Lampen. Fackeln zum Beispiel. Die hängen im ersten Akt fest an der Wand und leuchten. Im zweiten Akt werden sie abgenommen, herumgetragen und leuchten. Und im dritten Akt hängen sie wieder an der Wand und leuchten nicht. Solche Fälle, die sind praktisch unlösbar. Da muss dann schon der technische Direktor eingreifen. Oder der Intendant, wenn er sich traut. Ja, seit über 30 Jahren mache ich jetzt Requisite. Ursprünglich wollte ich ja Sänger werden. Schon als Knabe habe ich im Kirchenchor gesungen. Hoher Sopran. Später sogar Gesangsunterricht gehabt. Heute singe ich auch noch. Mehr so für mich. Meist morgens zwischen 9 und 10 auf der Probebühne, nachdem ich meine Requisiten für die Bühnenprobe eingerichtet habe. Da ist noch niemand da und ich bin ungestört. Manchmal, da begleitet mich auch mein Freund Rainer am Flügel. Unser Solo Repetitor, wissen Sie ja, kommt auch aus dem Lateinischen. Repetieren heißt wiederholen, wiederholen, ständig wiederholen, bis der Sänger letztendlich seine Rolle im Kehlkopf hat. Oft ein aufreibendes Geduldsspiel für den Rainer. Na, Freude macht es ihm dann, mit mir zu musizieren. Ja, er mag meinen Bassbariton. Und der versteht was von Stimmen. Ich war ja nicht immer hier in Hannover. Hannover war nicht unbedingt mein Traum. Eigentlich mehr mein Schicksal. Aber ich bin dem Schicksal nicht undankbar. Früher war ich noch an vielen anderen Theatern. Die kochen alle mit Wasser. Alle. Nicht nur in Hannover. Ich dirigiere auch. Dirigieren ist nicht so leicht, wie viele glauben. Ich beobachte unsere jungen Kapellmeister ganz genau. Man kann von jedem etwas lernen. Sogar von unserem Chef. Der Laie macht sich da gar keinen Begriff. Das Schwierigste, das Entscheidendste beim Dirigieren ist der sogenannte Auftakt. Bevor die Musiker überhaupt anfangen, muss der Dirigent mit der ersten Bewegung, mit einem Schlag, die Intensität, die Lautstärke, die Farbe und das Tempo fordern. Es ist sozusagen die Defloration der Stille. Seit 40 Jahren bewundere ich unsere großen Dirigenten. Furtwängler. Furtwängler, einer der größten. Er hat einen phänomenalen Auftakt. Nicht sehr deutlich, aber ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Bei einer Probe hat er mal gesagt, über mich gibt es ein Gerücht, ich würde so undeutlich schlagen, ich kann es auch anders. Und dann hat er das Meistersinger-Vorspiel ganz präzise geschlagen. Da, di, da, 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 da. Das hat geklungen wie von einem Metronom. Dann hat er gesagt, meine Herren, jetzt haben Sie gesehen, dass ich auch präzise schlagen kann. Und wenn ich das nicht tue, dann hat das seine Gründe.
Dann hat er wieder geschlagen, wie er's gewohnt war. Da-di-da-da, 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 da-di-da-da-da. Und so ist der berühmte Furtwängler-Klang zustande gekommen. Den bekannten Wiener Operettenkapellmeister Paulik, den hat mal ein junger Dirigent gefragt: Maestro, sagen Sie, wie schlagen Sie dieses wunderbare Ritardando im Wiener Blut, dieser Schmäh, diese Sehnsucht, das kann man ja gar nicht aufschreiben. Hat der Pauli gesagt: Junger Freund, beim Ritardando das Orchester einfach ein bisschen im Stich lassen. Wiener Blut, voller Saft, voller Kraft, voller Mut. Ja, der Wiener Walzer ist überhaupt das Schwerste. Die Japaner, die spielen, was in den Noten steht. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Der Hollreiser hat zu ihnen gesagt: Gentlemen, you play always the Wiener Waltz, one, two, three, one, two, three. Aber the Wiener Waltz goes so, one, two, and perhaps three. Otto Ackermann, kennen Sie ja noch von Ihren alten Schalper. Er war ein wunderbarer Dirigent. Vor allem nicht eitel, was bei einem Dirigenten eher selten ist. Ich habe mal erlebt, dass in Beethovens Neunter im Schlusschor an die Freude alles durcheinander geraten ist. So ließ ein Chororchester, nichts hat mehr gestimmt. Alles durcheinander, hat er gesagt. Meine Herrschaften, nicht auf mich schauen. Ich bin auch draußen. Das waren noch Könner. Das waren noch Könner. Was in den Noten steht, ist ja nicht die Musik. Die Musik ist ja nicht die Noten. Das sind nur Vorschläge. Spielmaterial. Auf den Ausdruck kommt es an. Nicht einmal auf die Stimme. Ich kann Ihnen das beweisen. Ich habe zwar die Partie des Tonio noch nie auf der Bühne gesungen, aber ich habe sie studiert. Und ich weiß, wie sie sein muss. Natürlich auf Deutsch. Italienisch, das müssen Sie ja oft genug ertragen hier. La donna e mobile, qual più mal vento, muta racento e di pensiero. Mit dem Italienisch, da kommen Sie noch nicht mal bis leer. Also, du hast vielleicht Nerven? Das ist er. Der Rainer, bleib doch da. Rainer, schau, das Publikum, die sitzen nur aus Versehen. Ich habe Ihnen schon von dir erzählt. Amt. Nein. Na, komm doch. Jetzt sei doch nicht so. Wir bringen den Prolog. Was? Die transponierte Fassung. Ja? Der Prolog des Tonio aus Bajazzo, in dem das ganze Schicksal der Komödianten programmatisch abgehandelt wird. Schaut her, ich bin's. Doch na, ich ganz ernsthaft und grüße euch, werte Damen und Herren, heute als Prologus. Merken Sie den Ausdruck hinter der Musik. Verstehen Sie mich jetzt? Ihr seht die heiteren Masken, wo mit Staunen im Herzen spiele. Und da will es der Brauch, dass ich des Dichters Ziele euch nenne und kurz erkläre. Ich finde das sehr gescheit vom Leon Cavallo, dass er dem Publikum kurz vorher erklärt, was er später in der Oper überhaupt meint. Denn nicht wie sonst gilt heute Satz.
Die Tränen der Bühne sind falsch, sind Lug, falsch alle Seufzer auch und die Schmerzen Betrug. Nehmt drum die Bühne nie ernst, die Bühne muss man ernst nehmen. Die Bühne und das Leben sind eins. Um das geht es im Prolog von Baiazzo. Verismo, das heißt Wahrheit, nicht Stimmprozerei. Nein, nein. Heut schöpfet der Dichter kühn aus dem wirklichen Leben schaurige Wahrheit. Ach, nicht im Märchen allein zieht der Zweck der Kunst. Auch was er wirklich sieht, schildre der Dichter, dann erringt der Menschen Gunst. Und jetzt dieses innige Legato. Jüngst auch in des Autors Seele jede Erinnerung auf an ein Erlebnis, das tief in der Einst erschüttert, noch heute rinnt die Träne, obgleich es nur erzählt im Lied. Hört denn, lasst euch im Stück verrühren, der liebenden Schicksal, das eurem aufgleichet. Den Hass seht wüten, den Neid seht tragen, bis das Maß der Schuld erreicht ist und die Hölle fordert mit heißem Lachen ihren Lohn. Das Lachen habe ich mir selbst eingefügt. Haben Sie den Schluchzer gehört? Heute kann ja keiner mehr schluchzen auf der Bühne. Beniamino Gigli, das war der letzte Schluchzer, hat einem die Tränen in die Augen getrieben. Und dann der Schluss, dieses herrliche Cantabile, wenn Sie da nicht vor Rührung dahinschmelzen. O glaubt mir, wie euch schlägt voll Lust und Leid auch in des Gaukers Brust ein Herz. Genau wie euch spielt lindert ihm die Träne, wenn ihn betrügt ein Schmerz. Ihr alle auf Erden wandelt im gleichen Licht wie am Ziele, dem reichsten wie dem ärmsten. Wir sind auch Menschen, genau wie Sie. Wir alle wandeln im gleichen Licht. Wie mein Dichter die Welt sah, hab ich verraten, seht nun sein Werk. Macht fort, das Spiel kann beginnen. Sehen, wie ich mich verbeugt habe. Es gibt viele Arten, sich zu verbeugen. Der große Sängerdarsteller verbeugt sich im Charakter seiner Rolle. Er erlebt die Rolle beim Applaus quasi weiter. Rigoletto zum Beispiel bleibt auch beim Verbeugen noch leicht verkrüppelt. Während Falstaff, der arbeitet mehr mit dem Bauch. Sein Problem ist sein Gang. Er muss aufpassen, dass es nicht aussieht, als hätte er Spreizfußeinlagen von der Krankenkasse. Der Schurke Iago bleibt auch vor dem Vorhang böse.
wären der freche Buffo mit seinen Rendezvous-Äuglein die Damen zum Bühnenausgang bestellt. Meist ist er schon etwas in die Jahre gekommen, was er durch Beinarbeit wettzumachen versucht. Ja, rennen kann er nicht mehr so schnell, aber durch Hochschleudern der Fersen, da täuscht er ein jugendliches Tempo vor. Damen, die verbeugen sich meist mit leichtem Nierenleiden. Und zwar wechseln sie die Niere. Je nachdem, ob der Applaus an- oder abschwillt. Ich habe Primadonnen gesehen, die haben bis zu 12 Mal die Niere gewechselt. Dann gibt es noch die Knierinnen. Man könnte sie auch die Versinkerinnen nennen. Sie bleiben oft endlos lange in der Knielage und kommen dann sehr schwer wieder hoch, was sie durch Erschütterung zu vertuschen suchen. Sehr wirkungsvoll ist auch der Herzgriff. Zuerst müssen gewisse Hindernisse beiseite geräumt werden. Dann greifen sich die Damen ins Herz. Man glaubt förmlich, sie nehmen es heraus. Nach eingetretenem Tod ist meist der größte Applaus. Der Tote tritt noch tot vor den Vorhang. Ich hab nicht gern Tote vor dem Vorhang. Die dürften sich meiner Meinung nach nicht mehr verbeugen. Und wenn überhaupt, auf keinen Fall lächeln oder gar grinsen. Ich finde das geradezu desillusionierend. Tod ist tot, hin ist hin. Viele Kollegen, die verbeugen sich viel zu flüchtig. Besonders die Schauspieler. Sie haben das sicher auch schon bemerkt. Die bringen sich doch dadurch selbst um den Erfolg. Eine gekonnte Verbeugung kann auch eine ungekonnte Leistung noch zum Erfolg führen. Das Publikum denkt sich dann, wenn der sich da so selbstbewusst verbeugt, dann kann er nicht so schlecht gewesen sein, wie er eigentlich war. So interessant es auch ist, sich mit Ihnen zu unterhalten, aber ich muss Sie jetzt leider sich selbst überlassen, weil ich für morgen früh noch das Schauspiel vorbereiten muss. Ich mache das Schauspiel nur aushilfsweise für meinen erkrankten Kollegen. Schauspiel ist nicht unbedingt meine Sache. Mir fehlt halt immer etwas. Die Musik. Wir reden nur. Sprechtheater. Wir reden und reden. Schimpfen tun sie und böse sind sie. Sie gehen auf die Bühne und sind böse. Die Sonne scheint, wir können gehen. Ich frage mich immer, warum sind die so böse, wenn die Sonne scheint? Und die sinnlichen Szenen, die spielen sie, als hätten sie heiße Spargel im Mund. Du machst mich wahnsinnig. Ich möchte dich von oben bis unten abküssen. Oh, was machst du da mit mir? Aber nicht hier. Man möchte ihnen den Spargel aus dem Mund nehmen. Der deutsche Held, er ist immer leicht beleidigt, weil er bei Königsgrätz nicht fallen durfte. Unser Charakterschauspieler, er drückt und presst. Man hat das Gefühl, er hat eine zweite Ersatzzahnreihe hinter der eigenen, die er absolut nicht herzeigen will.
Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht. Das Gebiss, das ist immer ein Problem. Der echte Menschenton ist abhanden gekommen. Die können sich nicht mehr konzentrieren. Selbst bei den ernsthaftesten Szenen fangen sie zu lachen an. Bitte. Es ist auch nicht immer leicht. Wir hatten den jüngsten Tag von Ödel von Horvath. Da gibt es die ergreifende Schlussszene, wo die Toten noch einmal auftreten. Horch, waren das nicht Posaunen? Nein, das war nur der Wind. Das glaubst du ja selber nicht. Vorhang. Ich stand bei dieser Szene zufällig in der Kulisse der ersten Gasse. Und da ich den Vorhang ziehe, als er sich gebückt hat, um die Arretierung vom Vorhang zu lösen, einer, etwas Menschliches passiert. Nicht sehr laut, aber für die Künstler hörbar. Jetzt probieren Sie einmal zu sagen, Horch, waren das nicht Posaunen? Nein, das war nur der Wind. Denn Sie, wer da ernst bleibt, der ist wirklich konzentriert. Aber die Schauspieler, die sind ja noch Gold gegen die Regisseure. Regisseure gibt es, die stellen die Stücke einfach auf den Kopf. Respekt vor dem Autor oder Werktreue, das ist denen fremd. Manche können noch nicht einmal Noten lesen, vielleicht Banknoten, aber inszenieren Oper. Rigoletto, Mafiosi in der Tiefgarage. Der Barbier von Sevilla ist Dealer in Bitterfeld. Den Fidelio spielen sie im Bierzelt, Lohengrin im Klassenzimmer. Ich frage mich immer, was bringt das? Einmal, da hat ein Regisseur von mir für Bohème Mäuse verlangt. Ich sehe da Mäuse, unendlich viele Mäuse. Weiße Mäuse, habe ich gefragt. Nein, nur Mäuse, viele, viele Mäuse. Ich habe gar nicht gewusst, was er meint. Na, er wahrscheinlich auch nicht. Ich habe ihm die Mäuse besorgt. Später las ich dann in der Kritik, dass die Mäuse das Symbol für den angenagten und morbiden Zustand unserer Zeit sein sollten. Bis heute haben wir sie nicht alle eingefangen, die Mäuse. Ein anderer, der wollte einmal von mir 120 antike Regenschirme für Meistersinger. Er wollte unbedingt, dass es auf der Festwiese regnet. Zum Glück hat es das Orchester verhindert, weil die hatten Angst um ihre Instrumente. 120 antike Regenschirme. Das hätte meinen Etat auf Jahre hinaus gesprengt. Oh, sorry. Ja. Mein Budget ist nicht sehr groß. Ich muss sparen. Deshalb, ich werfe nichts weg. Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler. Wenn ich irgendwo zu Besuch bin, dann schaue ich mich genau um, ob ich nichts gebrauchen kann. Dann nur Kleinigkeiten. Ein schönes altes Glas zum Beispiel. Oder ein
Holzfigürchen. Welfenross. Kerzenständer Gründerzeit. Oder eine neobarocke Suppenterrine. Ein Nachtgeschirr aus der Kaiserzeit. Ja, ich bin da ein Opfer meines Berufs. Auch privat. Der wichtigste Tag im Jahr ist für mich der Sperrmühltag. Ein geradezu heiliger Tag für den Requisiteur. Was glauben Sie, was man da alles findet? Ein Großteil meiner Requisiten kommt vom Sperrmüll. Requiriert. Dieser weiße Fußschemel, ja, zum Beispiel. Oder dieser alte Schlappen hier. Wenn man so etwas sucht, dann findet man es nie. Es gibt Dinge, die können Sie nicht einfach kaufen. Die müssen alt und verbraucht sein. Abgenutzt. Den da, den muss ich reparieren. Den hat er ganz schön hergenommen, der Sachs. Da bist du ja endlich. Hast du den Betriebsdirektor gefunden? Nein. Nein. Bitte, bleib. Ja, der Hans Sachs, der ist überhaupt eine meiner Lieblingsfiguren. Den Hans Sachs, den können Sie ohne meine Requisiten gar nicht spielen. Der ist nicht darstellbar ohne den richtigen Draht, ohne das Schusterpech, ohne den Hammer oder die Ahle, ohne Schusternägel, ohne den Knieriem. Da wäre der Sachs verloren. Die Requisiten sind's. Die Schuster-Requisiten. Die machen es aus. Der Sachs, der ist ja Schuster und Dichter. Ein liebender Dichter. Schuhmacher und Poet dazu. Wie der da im zweiten Akt vor seiner Schusterstube sitzt und arbeiten will. Spürt er den süßen Duft vom Flieder. Was duftet doch der Flieder so mild, so stark und voll? Mir löst es weich die Glieder. Was sagen soll. Er möchte ja so gern was sagen, der Eva, die er aufgezogen hat. Mit einem Liebesgedicht, ein Lied machen für sie. Aber er bringt's nicht zustande, fühlt sich unbeholfen und alt. Und wissen Sie warum? Vormittags, da hat einer vorgesungen in der Meistersingerschule. So ein junger Schnösel, der hinter der Eva her ist. Ein wildes Liebeslied. Alle haben ihn ausgelacht, ausgepfiffen haben ihn die Lehrbuben. Durchgefallen ist er. Rausgeschmissen haben sie ihn fast, die Meistersinger. Versungen und vertan. Nur der Sachs, der war berührt. Er hat gemerkt, da singt ein Genie. Er hat was gespürt bei dem Lied von dem Jungen, obwohl er es nicht ganz verstanden hat. Ich fühl's und kann's nicht verstehen, kann's nicht behalten, doch auch nicht vergessen,
und fass ich es ganz, kann ich nicht messen. Doch wie wollt ich auch messen, was unermesslich mir schien. Kein Riegel wollte da passen, war doch kein Fehler drin. Es klang so alt und war doch so neu, wie Vogelsang im süßen Mai. Wer ihn hört und wann betört, sänge dem Vogel nach, dem rechte Spott und Schmach. Lenzes Gebot, die süße Not, die legt es ihm in die Brust. Nun sang er, so konnt er's. Das merkt ich ganz besonders. Dem Vogel, der heut sang, dem war der Schnabel bald gewachsen, macht er den Meister bang, gar wohl gefiel er doch an Sachsen. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ich verstehe den Sachs. So richtig schätzt man die Jugend erst, wenn man alt ist. Aber schön ist es, wenn man sie leiten, sie begleiten kann, die Jugend. Erst durch Eva erfährt Sachs, was Jugend ist. Liebe, Zärtlichkeit, Herzklopfen, streicheln. Mehr braucht es nicht. Das ist seine Erotik. Das andere wird sowieso überschätzt. Im richtigen Moment verzichten. Auch das ist Liebe. Jetzt muss ich was essen. Bring die Brote immer von zu Hause mit. Darf ich dir was anbieten? Ich esse in der Kantine. Ja. Kantine. Da ist es mir zu rauchig. Da bringe ich nichts runter. Ist auch billiger. Ja, Sie müssen mir da jetzt nicht so zuschauen. Wenn Sie auch Hunger haben, dann finden Sie vielleicht draußen im Foyer etwas Essbares. Schauen Sie doch einfach nach. Warten Sie. Ich mache Ihnen Licht, damit Sie sich nicht stoßen. Was
Verschaffen Sie sich ruhig ein bisschen Bewegung. Die Füße sind Ihnen sicher schon eingeschlafen. In ein paar Minuten können Sie noch einmal vorbeischauen. Vielleicht finde ich in der Zwischenzeit den Betriebsdirektor. Dann werden wir ja sehen, wie es mit Ihnen weitergeht. Sie sind immer noch da. Das habe ich befürchtet. Ja, war denn keiner von oben hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich war doch im Betriebsbüro und da hat es geheißen, er sei auf dem Weg zur Bühne. Aber so ist das mit dem. Wenn man ihn dringend braucht, dann ist er nicht da. Oder er telefoniert. Ich habe ihm jedenfalls einen Zettel auf seinen Schreibtisch gelegt. Bitte dringend die Bühne anrufen. Das wird hoffentlich funktionieren. Obwohl, auf seinem Schreibtisch, da liegen ja immer haufenweise dringende Zettel. Meinen Intendanten, den habe ich auch nicht gefunden. Der strampelt wahrscheinlich wieder auf seinem Rennrad durch die Eilenriede. Im äußersten Notfall, da könnte ja auch der Verwaltungsdirektor eine Entscheidung treffen, aber mit dem spreche ich nicht mehr. Seit Wochen streiten wir uns wegen der Futterkosten für den Mops im Rosenkavalier. Er zahlt mir keinen Pfennig zusätzlich, dieser Geizkragen. Dabei habe ich den Hund schon fast 4 Wochen in Pflege. Füttere ihn durch, weil sein Herrchen im Krankenhaus liegt. Wenn es nach dem Verwaltungsdirektor ginge, da wäre das Tier schon längst verhungert. Ich kaufe ihm nur das beste Fleisch, was ich mir selbst nicht gönne. Wenn der mich hungrig anschaut, der hat einen Ausdruck, sage ich Ihnen. Dabei kriegt er nur 12 Mark am Abend. Was glauben Sie, wie viel sein Kollege, der Tenor, kriegt? Ohne Ausdruck. Er heißt Rüdiger von Bärenau. Ja, nicht der Tenor, der Mops. Er tritt im ersten Akt Rosenkavalier auf, zusammen mit dem Tierhändler, dem Zwergpinscher, dem Tenor, dem Affen und dem gewöhnlichen Bagashi. Ja, Sie wissen ja, wo die Marschallin gestriegelt wird, also ich meine frisiert wird. Oh, der lässt auch schon Haare. Die alte Fürstin Resi. Also der Mops, der ist auf der Bühne vorbildlich. Vor allem ruhig. Nicht so hysterisch wie der Zwergpinscher, der schon vor seinem Auftritt Krawall macht. Unseren Inspizienten hätte er fast gebissen. Nur weil der ihn höflich um Ruhe gebeten hat. Einmal. Als der Mops wegen Krankheit gefehlt hat, da war der Zwergpinscher so aufgeregt, dass er der Marschallin aufs Kleid gepinkelt hat. Auf offener Szene. Ja, ist natürlich total unlogisch, vom Stück her gesehen. Denn der Tierhändler singt ja bei seinem Auftritt Hunderl so klein und schon zimmer rein. Ja. Der Mops dagegen, der ist die Reinlichkeit in Person. Er ist der absolute Star. Das Publikum schaut nur auf ihn. Bei der Premiere, da soll sich sogar die Frau des Oberbürgermeisters sehr anerkennend über das Tier geäußert haben. Die Frau Ministerin hat das auch gemerkt. Wenn die wüsste, wie gegen diesen Hund intrigiert wird,
habe unseren Chefdisponenten gewarnt. Sind Sie vorsichtig, habe ich gesagt, im Ansetzen von Rosenkavalier im Dezember. Denn da ist der Mops auf Kur in Bad Nenndorf. Dann müssen Sie eben Ersatz für den Hund finden, hat er gesagt. Ersatz? Für diesen Hund? Für diesen Hund gibt es keinen Ersatz. Soll ich mir vielleicht seinen zerfransten Dackel ausleihen? Wenn es um meine Requisiten geht, da kenne ich keinen Pardon. Wenn ich an meinem freien Tag abends in die Vorstellung gehe und mir meine Requisiten vom dunklen Zuschauerraum aus im Scheinwerferlicht betrachte, da bin ich mächtig stolz auf die überwältigende Wirkung, die sie auf mich und das Publikum haben. Ein Großteil meiner Requisiten habe ich selbst angefertigt. Als gelernter Tischler fällt mir das nicht schwer. Im Gegenteil, es macht mir Freude. Ich bin mit Leib und Seele Requisiteur. Ja. Noch lieber wäre ich Sänger geworden. Die Stimme hätte ich gehabt, aber nicht die Nerven. Leider. Mein Gesangslehrer, der berühmte Kammersänger Franz Völker aus Neu-Isenburg, er hat immer zu mir gesagt, Bubsche, was bist du wieder so nervös? Denk an deinen Ausdruck, das ist das Wichtigste. Wenn du es nicht fühlst, dann wirst du es nie lernen. Fühle musst es. Das ist ein Carmen. Carmen? Ha, die erotischste Frauengestalt der gesamten Opernliteratur. Weißt du, Rainer, wegen der Carmen, da habe ich schon als Kind Träume gehabt. Ich nicht. Wegen der Carmen, da wäre ich sogar eine Frau geworden. Leider wird sie oft mit Henkeln gespielt. Mit schlurfendem Gang. Unterlippenerotik. Dabei ist sie nur ein unschuldiges Mädchen, das vielleicht ein bisschen länger hinschaut. Die Liebe von Zigeunerstammen fragt nach rechterlich Gesetz und Macht. Liebst du mich nicht, bin ich entflammet. Und wenn ich lieb, nimm ich in Acht. Liebst du mich nicht, bin ich in heißer, die für dich entflamm. Und wenn ich liebe, Plastik. Ja, bei uns
Da singen jetzt einige vor. Auch für Carmen. Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt. An unserem Haus, da spricht man 32 Sprachen. Ja, wir Künstler haben kein Ausländerproblem. Im Gegenteil, ohne Ausländer, da könnten wir der Oper zusperren. Da wären wir verloren. Manchmal, da höre ich beim Vorsingen zu. Ist ja verboten, aber hochinteressant, was man da alles zu hören bekommt. Wenn zum Beispiel die Königin der Nacht ihre schwere Arie, der helle Rache kocht in meinem Herzen, wenn sie das auf Slowakisch singt, do serce moi, o pomspo pekla hoju, ist ihr wohl die Polka ein wenig mit reingerutscht. Wir haben hier einen bulgarischen Sänger engagiert, einen echten italienischen Tenor, der auch das deutsche und das französische Fach mitsingt. Eine schöne Stimme und ein sehr sympathischer Kollege. Er hat nur einen Fehler. Er ist Requisitenfresser. Essbare Requisiten, die haben auf ihn eine geradezu magische Anziehungskraft. Das sind nur Attrappen. Aber nicht nur auf ihn. Was glauben Sie, als wir hier bei Galaabenden Weltstars engagiert hatten, wie die sich auf mein frisches Gersterbrot stürzten und um jedes Stückchen Rinde rauften, wie nach 6 Wochen Ananasdiät. Die Schwierigkeit beim Bühnenessen, es muss schmackhaft sein und doch flutschen. Deshalb, die Hauptbasis meiner Requisitenküche ist die Banane. Ist eher die rutschigste Frucht. In einer Achtelpause muss alles unten sein. Ich kann alles aus Banane herstellen. Bitte, eine Bockwurst, eine Banane, unverformt, eingefärbt mit rotem Beetesaft, fertig. Möchten Sie kosten? Oder ein blutiges Steak, eine Banane, weich geknetet, flach gedrückt. So. Mit rote Beete, Lasur. Bitte, auch sehr schmackhaft. Also das Ganze muss natürlich antiseptisch hergestellt werden. Und frisch. Fertig. Und jetzt heißt es aufpassen. Bewachen. Denn sonst kommt die Ware noch nicht einmal bis auf die Bühne. Auch bei unserem Bariton. Da schaut man 2 Sekunden weg, hat das schon. Übrigens, ein gefürchteter Liedersänger, der besonderen Wert auf seine Artikulation legt. Er artikulierte so deutlich, man hat das Gefühl, er singt Esperanto. Was gibt's?
Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen. Ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Und wenn dann noch der Humor ausbricht. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen Welt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Und dann unser neuer Lyriker mit seiner Piano-Kultur. Senzarote Technik. Ja, den hat bisher noch niemand so richtig singen gehört. Sie applaudieren sollen. Alles gefallen lassen muss. Sagenhaft. Nur bei den Tenören, da verstehen sie keinen Spaß. Wehe, wenn der sein hohes C nicht so kriegt, wie sie es von der Schallplatte her gewohnt sind, da fangen sie gleich zu zischen und zu buhen an. In meiner Jugend hat's das nicht gegeben. Da haben wir noch Tenören zugejubelt, die überhaupt keine Stimme mehr hatten. Aber wir haben gewusst, wie schön die früher gesungen haben. Das nennt man Jubeln in Treue. Gibt's jetzt alles nicht mehr. Das Publikum ist ja heute total verwildert. Oder apathisch. Ich meine natürlich nicht Sie. Sie sind ja ein relativ nettes Publikum. Überhaupt dürfen Sie nicht glauben, dass nur das Publikum die Sänger beurteilt. Auch umgekehrt. Oh, unser Bass Buffo, was glauben Sie, wie der hinter der Bühne wettert? Ne? Die sind aber heute lahm. Ne? Die sitzen mal wieder auf ihre Hände. Ne? Machen ihr Nickerchen und verdauen. Die gehen ins Theater wie zur Fußpflege. Aber Theater macht nur Spaß, wenn das Publikum mitarbeitet, mitdenkt, mitleidet, mitlacht. Nicht wie zu Hause vor dem Fernseher. Wenn da einer einen Witz macht, dann kommt das Lachen sowieso vom Tonband. Der Bühnenkünstler aber braucht Ihre Unterstützung. Lachen Sie lieber einmal mehr als zu wenig. Auch wenn Sie den Witz nicht verstanden haben. Das hilft uns auf der Bühne. Selbst der Requisiteur ist dann mehr motiviert. Schlimm sind ja die Kenner, die besser wissen, die alles mit ihrer Erinnerung vergleichen, die alles genau so haben wollen, wie sie glauben, dass es früher einmal war. Noch schlimmer, die Fortschrittlichen. Das progressive Publikum, die Avantgarde. Wenn da nicht Panzer oder Hubschrauber, Fernseher oder Nackte auf der Bühne sind, dann sagen die gleich, das hat uns heute nichts mehr zu sagen. Und dann die Kritiker. So ein Kritiker ist ja im Grunde genommen ein armer Hund. So eine Art Eunuch.
Er glaubt, er weiß, wie es geht, aber er kann's nicht. Er sitzt da unten und fragt sich die ganze Zeit, ob ihm das, was er hier oben sieht und hört, gefallen darf. Was glauben Sie, wie oft er ins Theater gehen muss? Das hält doch kein normaler Mensch durch. Jeden Abend Theater. Das muss ja zwangsläufig zu geistigen Deformationen führen. Und seine Wertung, die können Sie den nächsten Tag schwarz auf weiß aus der Zeitung erfahren. Dabei sind wir außerhalb des Theaters sowieso unterbewertet. Es gibt Situationen, da ist es besser, man verschweigt, dass man am Theater arbeitet. Zum Beispiel, wenn man eine Wohnung sucht. So, Sie sind beim Theater? Nein, nein, da kann ich Sie nicht nehmen. Wir sind ein anständiges Haus. Ich dulde keine Orgien. Orgien? Ich habe noch nicht einmal eine Freundin. Verheiratet bin ich nämlich mit dem Theater. Aber ich hatte Glück. Und wohne jetzt bei einer bezaubernden älteren Dame, einer Tänzerin. Wir haben viel gemeinsamen Gesprächsstoff. Ich liebe das Ballett. Mein größtes Erlebnis auf der Bühne war, die Ulanova als sterbender Schwan. Es war unfassbar. Rainer? Ja, sag mal, was machst du denn? Ich höre dich, schlimme Albe. Was hast du meinen Schlaf zu sagen? Ich such den Rainer. Den brauch ich jetzt. Aber... ich hab was für dich. Hier. Dein Leib- und Magenstück. Dein Instrument kannst du gleich auspacken. Leib- und Magenstück. Du, komm, komm, das Schatz, den spiel ich dir aus. Also die Ulanova, die Galina Ulanova, sie hatte etwas Überirdisches. Das kann man gar nicht schildern. Das muss ich Ihnen direkt einmal zeigen. Ulanova, sie hatte so wunderschöne, lange Beine. Endlose Beine. Nicht so Muskelnüsse. Wie einige Tänzerinnen vom falschen Training, sondern wunderschöne Beine. Ich habe auch immer schöne Beine gehabt. Ja, an sich. Ich habe sie nie gebraucht. Die Ulanova
war nicht mehr ganz jung damals. Aber das ist ja fast egal, wie alt eine geniale Künstlerin ist. Sie hatte etwas Mädchenhaftes. Etwas Zerbrechliches in ihrem Schmerz. Nur, dass Sie einen Begriff bekommen, wie sie da so hinausgeschwebt ist. Direkt den See gespürt, das Flimmern des Wassers. Und dann ihre Arme, das Porte Bras. Sie wurde tatsächlich zum Schwan. Und wie sie dann so in die Tiefe geschwommen ist. Diese beginnenden Schmerzen des herannahenden Todes. Man ist fast ein wenig mitgestorben. Zum Schluss das Vergehen. Das langsame Dahinsiechen. Das Oszillieren. Zuerst der rechte Flügel, dann der linke Flügel, dann das Hinuntersinken. Und sie hat sich so entzückend verbeugt. So graziös bis zum Abgang. Heute, da sieht man das oft so, bis zur Mitte und dann ab wie die Enten. Ballett, da wäre ich leidenschaftlich gerne gegangen. Aber ihr Applaus, der hat mir jetzt so richtig gut getan. Man hat ja sonst viel zu selten Anerkennung als Requisiteur. Da wird einfach erwartet, dass alles klappt. Man arbeitet
gebastelt, organisiert, um auch noch die letzten und ausgefallensten Wünsche zu erfüllen. Und am Abend bei der Premiere kann man nur noch in der Gasse stehen, Daumen drücken und hoffen, dass alles gut geht. Zum Beispiel der Dolch, mit dem der gedungene Mörder Sparafucile im Rigoletto die Gilda erlegt, ersticht. Ja, wenn der nicht griffbereit am richtigen Platz liegt, woran stirbt dann Gilda? Oder der Sack, in den er dann die Gilda nach dem Anstich hineinstopft. Da ist das wichtigste Requisit im ganzen Rigoletto. Hab ich präpariert. Die Oper könnte genauso gut heißen, die Leiche im Sack. Meine Requisiten sind das geistige Skelett des Stückes. Aus dem Sack heraus, das sind die angestochene Gilda mit dem Dolch im Herzen. Diese wunderschöne Phrase. Oben bei Gott an der Mutterseite. Aber wie kann denn die Gilda mit einem Dolch im Herzen überhaupt singen? Das ist doch unlogisch. Aber das ist doch das Wunder der Oper. Diese überirdischen Phrasen sind doch von Verdi so geschrieben, dass man sie überhaupt nur mit einem Dolch im Herzen glaubhaft singen kann. Oben bei Gott an der Mutterseite bitte ich beim Anstich automatisch in den Schaft. Wenn sie stecken bleibt da, dann können sie gleich den Notarzt verständigen. Den Dolch verwende ich auch in Tosca und im Othello. Der Othello, der ersticht sich ja selbst auf offener Bühne. Dann kriecht er auf allen Vieren zu seiner geliebten Desdemona. In den Tod ich dir gab, Liebste, musste ich dich küssen. Nun im Sterben, doch schatten mich umfangen. Zerstochenes Herz, da können Sie diese Phrase nicht glaubhaft singen. Durch das Messer kommt erst der richtige Ausdruck in die Oper.
durch mein Messer. Bitte, nicht alle Darsteller sterben an meinen Requisiten. Mimi und Violetta, sie sterben an ihrer Krankheit. Das deutet sich schon durch ein sporadisches Hüsteln im ersten Akt an. Sie können grundsätzlich davon ausgehen, wer im ersten Akt hüstelt, den sind sie im dritten Akt los. Ja, in der Oper, da wird überhaupt viel gestorben. Ja, eine Oper ohne Tod ist nur das halbe Vergnügen. Oh, ist das spät geworden. Sie warten ja jetzt schon fast 2 Stunden auf eine Entscheidung von oben. Und mit einer Disziplin, ich muss sagen, alle Achtung. Ein anderes Publikum, das hätte längst angefangen zu murren. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie ich mich im Namen des Hauses bei Ihnen erkenntlich zeigen könnte. Ja. Ich könnte Ihnen ja noch etwas singen. Ich kann auch schöne Heimat- oder Seemannslieder. Also, erlauben Sie mal, Josef. Nein, nein. Das ist immer möglich. Oder, ja, vielleicht eine Operette. Ein Wienerlied. Wien, die Stadt der Lieder, der Liebe, der Träume, der Sehnsüchte. Die Stadt mit der höchsten Selbstmordrate in Europa. Ich liebe Wien. Perle im Donautal reitet es Wien. In jedem Gasse liegt ein kleines Märchen drin. Märchen von dazumal voll Poesie. Leise klingt im Innern von uns Eltern Wienern eine süße Melodie. Trag im Herzen drin ein Stückel altes Wien, ein Stückel Seligkeit aus jener Zeit. Sind auch wir Elternhand heute bissel unmodern. Freunde, das macht uns nix, tut uns nicht leid. Sind wir auch graumeliert, was schließlich jeder wird. Schau uns doch dann und wann im Adelhof an. Ich trag im Herzen drin ein Stückel voltes Wien und bleib auf jeden Fall so wie ich bin. Na, endlich! Was heißt das? Also, ich kann doch nicht! Soll ich jetzt etwa die... Weißt du was? Du kannst... Aufgelegt. Er ist nach Hause gegangen. Verantwortungslos! Morgen früh um 9, da wäre er wieder hier. Ja, da wäre es das Beste, Sie verlassen jetzt ordnungsgemäß das Haus und kommen morgen früh um 9 geschlossen wieder.
Es tut mir aufrichtig leid, dass Sie hier den ganzen Abend so nutzlos herumgesessen sind. Im Grunde ein verlorener Abend. Ja, für uns beide. Ich hab's ja immerhin gesagt. Theater gehört zu den blödesten Sachen, die es überhaupt gibt. Völlig überflüssig. Nutzlos. Melodrama. Was wir jetzt zu Gehör bringen werden, stellt eine Wüste vor. In dieser Wüste ist eine Oase. Zur Oase zieht eine singende Karawane. Zwei Palmen. Rechts eine Palme und links eine Palme. Man hört einen Vogel zwitschern. Zu dem Bache kommt ein kleines Kamel. Es trinkt. Auch drei große Kamele gehen an den Bach. Sie trinken ebenfalls. Die Kamele nähern sich einander. Das kleine Kamel läuft ängstlich davon. Dann entfernen sich auch die drei großen Kamele.